Hallo? 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 Ah, servus! Hallo! Schön, dass du da bist. Ich muss meinen Kopf ein bisschen einziehen. Ich bin zwar nicht übergroß, aber früher, die Menschen, die waren ein bisschen kleiner. Und darum sind die Türrahmen da ein bisschen anders ausgefallen als heute. Schön, dass du da bist. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir Probleme, Schwierigkeiten oder Sorgen oder Ängste ganz einfach oder viel einfacher loswerden können. Ein einfacher Tipp hilft dir dabei. Und vielleicht kennst du dieses Phänomen. Bist du dabei? Bis gleich. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das hier, das alles, das ist unser Problem, das ist unsere Schwierigkeit, unsere aktuelle Angst, die wir haben, vor was auch immer. Das hier wäre unser Symbol für das, was uns momentan beschäftigt und belastet. Um diese Dinge wieder loszuwerden, befreit sein von diesen Dingen, von Ängsten, Sorgen oder Schwierigkeiten, dafür gibt es zwei Phänomene oder zwei Möglichkeiten. Das erste Phänomen, schau mal, erkennst du es? Weißt du, welches Phänomen das ich meine? Hast du es erkannt? Was meine ich damit? Nochmal. Ich glaube, du hast es erkannt. Bevor wir zum zweiten Phänomen kommen, das erste Phänomen ist, die Frage ist, wohin geht unser Fokus? Du könntest jetzt sagen, ja, klar, da vorne ist das kleine Problem und da rechts daneben ist das große, das riesengroße Problem. Das gilt jetzt nicht. Wir haben gesagt, unten, dass dieses eine Thema ist unser Problem. Diese Hütte daneben ist etwas anderes. Sagen wir einfach, die Hütte daneben, das sind die Möglichkeiten. Ja, ich habe die Kurve bekommen. Das sind die Möglichkeiten. Und wenn wir unseren Fokus einzig und alleine auf unsere Probleme, auf unsere Schwierigkeiten, auf unsere Ängste legen, dann werden diese nicht kleiner, sondern größer. Gesetz der Aufmerksamkeit. Alles, was Energie bekommt, wächst, dehnt sich aus. Und genau das möchten wir ja nicht haben. Wir möchten es loswerden. Wir möchten es im Idealfall, dass es durchfließt, dass es einfach weggeht. Und das erste Phänomen ist eben, wohin geht unser Fokus, wohin geht unsere Aufmerksamkeit. Wir könnten wie hier den Fokus auf alles, auf unsere Möglichkeiten oder einen Weitblick entwickeln und sagen, ja, es gibt noch viel mehr. Mein Problem ist nicht der Nabel der Welt. Es gibt so viele Dinge. Ich lasse es jetzt einfach mal stehen, ich lasse es jetzt einfach mal auf der Seite. Und manchmal und sehr oft erledigen sich die Dinge ganz einfach von selber. Und jetzt das zweite Phänomen. Frage dich, wenn du ein Problem, Schwierigkeiten oder wenn du in Sorge bist, frage dich, wo verliere ich aktuell Energie? Wo mache ich aktuell Kompromisse, faule Kompromisse, Kompromisse, die mir dauerhaft schaden? Das können viele Dinge sein. Mach dir Gedanken, wo machst du aktuell faule Kompromisse, die gegen dich wirken, wo du verlierst und wo verlierst du Energie. Und das Dritte, was ist dein Weg? Bist du auf deinem Weg oder bist du ganz weit weg von deinem Weg, von deiner Energie, von deiner Kraft? Frage dich, bin ich auf meinem Weg? Und auch der eigene Weg kann mal schwierig sein, kann anspruchsvoll sein. Aber auf diese Frage sollte ein klares Ja kommen. Ja, ich bin auf meinem Weg. Ja. Und die anderen zwei Fragen beantworte sie dir ganz persönlich. Und das erste Phänomen, schau, ob du nicht auch Möglichkeiten findest, ob du nicht auch den Weitblick siehst. Und dann verlier einfach zwischendurch deine Ängste, Sorge oder Schwierigkeiten aus den Augen. Und dann lösen sich die Dinge sehr oft von selber. Und genau das wünsche ich dir. Ich freue mich aufs nächste Video. Pfiati, servus, mach's gut.